Hallo und herzlich willkommen zurück zu Prinzessin Isabella. Hier ist Sabine die Cat. Und wir gehen nochmal zurück zu der Folterkammer, wo wir hier auf den Haken den Vogelkäfig platzieren und das verrostete Zahnrad reinlegen. Das können wir jetzt hier in die Säure tunken und dann ist es klar, also wieder rein. So, dann kriegen wir hier ein sauberes Zahnrad. Gehen zurück zur Eingangshalle. Hier vorne setzen wir das Zahnrad jetzt ein. Bewege Zähne entsprechend ihrer Farbe, um die Riegel zu entsperren. So, das heißt, die jagen wir alle runter. Überlegen. Hier rein. Hier rein. Nein. Hab die rüber da mit dir. So. Das hier rein. So passt das Ganze. Jetzt schieben wir das hier hoch. Das war ein schneller Übergang. Gehen wir zur Minotaurhalle. So, hier mein Wimmelbildspiel. Schmetterling, Streichhölzer, Pianotasten, Taschenuhr, Tambourin. Okay. Streichhölzer. Schmetterling. Pianotasten. Hier hinten. Eine Taschenuhr. Ein Tambourin. Eine Handsäge. Schlange, Schlinge, Münze. Schlange, Schlinge, Münzen. Lupe. Adler. Blatt. So, wir bekommen Orgeltasten Nummer 2. Wir können die Fackel hier oben rechts auspusten. Und hier oben die Kuppel zerstören. So, dann gehen wir in den Speisesaal. Dann gehen wir ins Orgelzimmer. Da schicken wir jetzt die Fee oben rechts zur Glocke und links zur Glocke. Dann kriegen wir hier das Porträt Nummer 11. Dann gehen wir nochmal runter. Hier können wir die Fee reinsetzen. Dann kriegen wir ein Rad. So, jetzt gehen wir zurück in den Kerker. Hier oben können wir noch den Zauberstab einfügen. Wie wirst du herkommen? Dann haben wir Porträt Nummer 12. So, wir gehen hier vorne her. Da können wir jetzt den Holzständer, den Holzpfahl und das Rad einfügen. Dann geht's raus zum Schlangenschwanzverlies. So, wir können ja jetzt mit unserem Zauberstab auch die toten Tiere beherrschen. Das heißt, wir schicken die mal los.
Sorry, B. We found your fairy godmother. Like the others, we will have to restore that magical portrait. If you're still missing some portrait pieces, perhaps try revisiting some areas and putting that new magic wand to use. So, wir nehmen auf jeden Fall die Ori-Pfeife mit. Dann haben wir hier hinten wieder ein rotes Symbol. Dann damit haben wir Portrait 13. Wir gehen jetzt zurück ins Orgelzimmer. Können wir da oben die Orgelpfeife einfügen. Ordne die Rohre nach ihrer Größe, sodass das Größte in der Mitte ist. So, das heißt, wir brauchen auf der linken Seite das Windsymbol. So, und dann kriegen wir einen Schlüssel. Dann gehen wir zurück in den Speisesaal. Hier oben fügen wir den Schlüssel ein. So, finde alle bösen Objekte. Mal das Schild, das Schwert, den Kopf, den Mond und die Burg. So, hier gibt es wieder ein paar Sachen, die wir zerstören können. Zum einen mal die Vase hier auf der rechten Seite. Oben links das Fenster. Und dann schauen wir zu einem Spanferkelchen hierher. So, wir brauchen ein Zauberbuch. Schriftrolle. Krawatte. Kompass. Fernglas. Trichter. Armreif. Krone. Menü. Kerze. Rose und das Herz hier hinten. Dann kriegen wir ein Zauberbuch. So, wir gehen jetzt in die Küche. So, dann können wir mit dem Zauberstab hier vorne mal die Flasche kaputt machen. Hier haben wir ein Wimmelbildspiel. Das heißt, wir brauchen eine Engelstatue. Eine Taschenuhr, Steuerrad, Schleife, Fächer, Schere, Flagge, Rubin, Feder, Pferd, Ring und zu guter Letzt noch die Pilze. So, hier sind wir fertig. Wir werden jetzt unsere letzte Fee holen. Das heißt, wir gehen runter in den Kerker zum Schlangenschwanzverlies und fügen unsere Teile hier hinten ein. So, diesmal brauchen wir die nicht mehr drehen. In Ordnung, Chaos wäre nicht uninteressant. Restored all three fairy godmothers. With our powers combined, you're surely able to defeat that witch and save your mother. First, we'll need to go after the source of the witch's power, the evil ever-seeing eye that watches over the land.
There should be an entrance to the tower somewhere within the castle. I will join you and grant you the power of rejuvenation. With it, you can turn back time and restore the very heart of the land. From crumbled doorways to withered old plants, healing and making them new again. Now, let us seek out the ever-seeing eye and destroy it at once. So, wir haben jetzt die Fee. Wir können da hinten als erstes mal die Zeit zurückdrehen. Kriegen die Orgelkasten Nummer 3. So, dann gehen wir einen Schritt zurück. Hier haben wir eine Alraune. Die erwecken wir auch zum Leben. Orgeltaste Nummer 4. Jetzt gehen wir zur Küche. Da gibt es auch noch einiges, was wir zum Leben erwecken können. Okay, wir sind zuerst im Orgelzimmer. So. Ich habe die Abzweigung verpasst. Ist egal. Orgeltaste Nummer 5. So, jetzt gehen wir aber vor in die Küche. Hier rechts, das können wir zum Leben erwecken. Die Kiste. Dann haben wir die letzten Orgeltasten. Da gehen wir zu dem Tisch hierher. Auch das Obst können wir wieder zum Leben erwecken. Dann kriegen wir eine Orange. So, jetzt gehen wir links vor. Legen das Zauberbuch her. Wir brauchen ein paar Zutaten. Das erste Mal den Gugurutz, den Mais. Pilze. Orange. Und den Fisch. Zauberstab her. Dann nehmen wir den Topf. Stellen den hier in die Mitte her zum Feuer. Unsere Fee bläst das Ganze aus. So, dann haben wir Stern des Lichts. Hier sind wir jetzt soweit fertig. Wir gehen jetzt zu der Orgel. Ins Orgelzimmer. Fügen hier die Tasten ein. Kriegen einen magischen Faden. Jetzt gehen wir raus zum Minotaurus-Raum. Hier links her zu der Tür. Da fügen wir den magischen Faden ein. Ziehe den Faden zwischen den Stiften, um einen Weg zu dem Goldenen zu finden. Das heißt, wir gehen mal rechts, runter, rauf, links, runter, runter, links, links, rauf, links, rauf, rauf, links, runter, links und dann haben wir es auch schon geschafft. Ab ins Kriegszimmer. Ah, I see you've made it to the watchtower. Well, feast your eyes on this. Rufe deine drei guten Feen, um das böse Auge zu besiegen. Wir brauchen mal Wachstum in der Mitte. Blasen wir das Ganze aus. Mit der lilanen. So, wieder Wachstum. Mit grün. So, das Spielchen spielen wir jetzt noch ein paar Mal. Also wieder lila. Machen wir gleich grün. Au. Okay. Zuerst müssen wir alle ausblasen. Und jetzt können wir es wachsen lassen. Ach so, ja, weil die verdorrt sind. Oha. Gut, wir brauchen Orange. So, aber jetzt kommt wieder grün. Oh.
Saurons Ende, ich meine das Ende der Hexe. Wir nehmen den Minotaurus-Kopf, der ist natürlich auch verrostet. Den müssen wir jetzt wieder reinigen, das heißt runter in den Kerker, in die Folterkammer. Folterkammer. Wieder rauf zum Vogelkäfig, legen wir den rein. Runter ins Säurebad. Blitzeblank wie neu. Und den setzen wir jetzt beim Minotaurus auf den Kopf drauf. So, hier oben rechts. So, wir brauchen unsere Feen. Das müssen wir bei jeder Schlange machen. Wir bekommen 5 Schlangenaugen. Und rauf geht's zur großen Trophäe. So, hier oben rechts fügen wir jetzt den Stern ein, den Stern des Lichts und unsere Äuglein. Tausche die Schlangenaugen, sodass sie zur Farbe am Rand der Sterne passen. Das heißt, wir brauchen hier mal blau. Orange kommt hier oben hin. Gelb hier unten. Lila hier oben. Und grün, man sieht es links, rechts grün, kommt hier unten her. So, das Medaillon geben wir jetzt unserer Mutter. Komm zurück, ich will reden. Rette mich. Gut, wir bekommen hier ein Wappenteil. Das fügen wir hier oben ein. Dann geht's ab ins Zauberzimmer. Ah, Bella. Right on time. Let us finish this once and for all. Wimmelbildspiel. Auf jeden Fall brauchen wir mal Schachfigur. Dann brauchen wir Seepferdchen, Hufeisen, der erste Schuss hat gesessen, Sonnenemblem, Tannenzapfen, Tannenzapfen, Taschenuhr, Halskette, Adler, Rohr und Eule. Taschenuhr ist hier. Eule versteckt sich hier. Adler ist hier oben. Gehstock, Rohr und Sonnenemblem. Somit Rohr ist wieder Pfeife genannt. Gemeint. Und ich stehe wieder mal auf dem Schlauch. Sonnenemblem. Ist mittig. Gehstock und eine Pfeife. Gehstock ist hier. So, jetzt suche ich nur noch die Pfeife. Da oben. Ja, so. Your chance. Finish her.
And so, Bella successfully defeated the witch and restored order to the land. With the witch's curse broken once and for all, Fairy magically came back to life. The memory of Bella's father was restored. And most importantly, Bella's mother, Queen Isabella, was reawakened from the curse. Finally, all was right with the kingdom. And they all lived happily ever after. The end. So, das war Prinzessin Isabella. Ja, Ankunft einer Erbin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich natürlich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht die Glocke einzuschalten. Ich werde auf jeden Fall noch das Bonuskapitel machen und hoffe, wir sehen uns dann dort. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.